Guten Tag, liebe Zuhörer. Hallo. Wir sind hier gerade bei der Firma Quass und machen gerade Messungen mit unserer zerstörungsfreien Härteprüfung mit der Mykomagnetik. Wir haben hier einen Teil aus einer landwirtschaftlichen Maschine, ein Schneidewerkzeug für Pflanzenteile. Dieses Teil wird gehärtet, hat also hier eine durchschnittliche Härte von etwa 51 bis 52 Hz, die zum Mitte hin abnehmend ist auf etwa 49 bis 48 Hz. Diese Härteangaben wurden bereits mit wissenschaftlichen Prüfmethoden gemacht. Das heißt, die hier gezeigten Nummerierungen haben einen Härteeindruck daneben. Und wir möchten nun mit unserem Messkopf eine zerstörungsfreie Härteprüfung ebenfalls durchführen. Wir nutzen dazu den magnetischen Barkhausen-Rauschen-Effekt. Das heißt, hier wird ein Magnetfeld auf dieses ferromagnetische Material aufgeprägt. Und durch die Wechselwirkung mit diesem Magnetfeld entsteht ein induktiver Strom, der hier mit dieser Spule abgegriffen wird. Und dieser induktive Strom wird durch unsere Messwertauswertung visualisiert. Und wir können über den Zusammenhang zwischen Amplitude und Zeitausprägung die Härte entsprechend abschätzen. Dazu kalibrieren wir zwei Punkte ein, das heißt einmal einen harten Punkt, hier in diesem Beispiel an dem Außenbereich 51 Hz, und einen weichen Punkt, in diesem Falle hier 50 Hz. Der Unterschied muss nicht sehr groß sein. Dieser 1 Hz reichen für gewöhnlich, um dann die Härte auf einem beliebigen Punkt dieses Bauteils in diesem Falle festzustellen. Die Messung geschieht folgendermaßen. Der Sensor wird kontaktiert zum Bauteil. Die Messung wird dann eingeschaltet. So. Die Messung hat jetzt gestartet. Wenn ich den Sensor kurz abhebe, hört man ein deutliches Vibrieren. Das ist also ein Indiz dafür, dass die Messung aktiv ist, also ein Magnetfeld zwischen diesen beiden Polen entsteht. Und der induktive Strom wird dann entsprechend gemessen, über eine Fourier-Transformation abgebildet und erscheint dort dann in diesem Falle auf dem Display. Okay. Dann jetzt einmal die Ansicht drehen und mal rechts kommen. Das drehen. Jetzt schaltest du wieder ein bis aus. Und bitte wieder messen. Und 40.
50. Was jetzt? Hier gibt es ja auch Änderungen teilweise, wo nur 50er drin sind oder 50er, das passt schon, dann zwischen 41 und 59.